Führt einen Gegenangriff aus, der euch mit jedem getroffenen Gegner heilt. Wie die fliegen, ey. Ganz noch nicht zurückgestoßen, aber ich mache wieder viel Schaden. Da ist irgendeine Trommel. Ja, lass doch erstmal hier anfangen. Ja, wäre eine gute Idee. Lass mal einen Baum hin. Sein Schaman geownt. Gold. Oh mein Gott, ich hab stumpf getötet. Oh Gott, jetzt kann ich noch einen Sack von Daggett. Ja. Ne, von Norbert. Von beiden. Wie lieber früher. Na wohl. Hä? Aber doch komisch hier, ey. Wir müssen den Innenhof von dem Anwesen jetzt finden. Der müsste irgendwo sein. Na, hier. Stimmt, ja. Ja. Bam, 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 bam. Lass niemanden an mich heran! Boah, ey. Revanche, Revanche, schaffen wir doch. Okay. Wofür waren die Trommeln? So schnell wie möglich zerstören. Die buffen die. Achso. Viecher. Ja. Ja. Das ist so genial, ey. Oh shit. Egal, ist doch kein Quatsch. Ich fände so, er hört sich an wie Trommelschläge, wenn ich die treffe, ey. Ja, hier ist richtig. Jo. Nette Siege. Oh, ganz schön groß, ja. Oh, wild geworden. Dunkler Kultist. Ich steck nochmal was weg. Ich liebe, dass die dich nicht mit deinen Viechern kloppen und hier halt einfach draufplatzen, ey. Ich habe Armschienen mit 2 Intelligenz. Kannst du mal gucken. Boah, ich habe Gürtel gefunden, 35 Rüstung und 10 Stärke. Anstatt 29 und 1 Stärke. Nice. Das ist echt cool. Bestimmt Wegpunkt oder was? Wäre gut, wenn wir einen Wegpunkt haben. Lass mal jetzt erstmal zur Stadt gehen. Ja, ich muss auch reparieren und alles da verwerten und so. Weiß ich mal nicht nach Wegpunkt aussehen, irgendwie. Wir können den Schrein gleich mitnehmen, bevor wir da reingehen. Ja, dann benutzen Wegpunkt. Mal Townportal. Kommen wir ja wieder zurück, hoffe ich. Ja.
So, erstmal wieder alles verwerten. So viel Zeug wieder, ey, meine Güte. 9 Stärke, habe ich gesagt. 9 Vitalität habe ich gerade ausgerüstet. Also ein Vampirin hat 129 gekostet, also... Geht. Ah, da steht da ja drunter, meine Güte, hab ich gesehen. Minus 90 Leben würde das bedeuten, wenn ich die Vitalität wegnehmen würde. Ah, passt schon so. Alles weg. Rest verticken. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Reparieren? Naja. Hast du schon? Mhm. Er muss hier oben. Ach so, ich dachte beim Schmied. Wird ja irgendwie Sinn ergeben. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, Reparaturen. Interessante Sachen gefunden. Alle Gegenstände 100 Gold. Jawohl, keine Bruchschäden. Toll, wie gekriegt hatten? Da stand, lasst ein Händler eure Dinger da reparieren. Ja, wieder auf. Wir kriegen das nicht. Ich werde mal in meinem Schmied ein bisschen upgraden. Bam. Ach ja, der kann ja Waffen herstellen. Duh. Schauen wir mal. Axt 17,5. Ah, Stufe 15 erst. Handarmbrust. Zauberstab, Zweihandschwert. Noch kann der nicht so tolles. Nur einen Schulterschutz kann einer für 48, aber er ist Stufe 17. Okay, fertig. Ja, hier, warte. Den Schrein nehmen wir noch mit. Was hat denn hier ein Glasstern? Warum nicht? Wahrer Segen. Ah, den hab ich schon. Oh, nett. Boah, ich war überall Tote. Hohe Berge. Mann, wo kommt da alles? Wow. Yo. Ah, nicht viel. Oh mein Gott, die macht guten Schaden. Das sind alles Diener, oh mein Gott. Raus. Ja, geh raus. Ich kann nicht. Oh Gott, ich bin fast verreckt. The fuck? Da muss ich anders machen. Ja, ich auch. Dann nehmen wir garantiert erstmal Spalten, ey. Eruption. Vielleicht den Rüstungswert erhöhen. Das seismische Schmettern würde dann alle dahinter treffen. Hört sich gut an. Sollte man die anderen Tränke jetzt drin haben. Ich schluck mal ein. Fertig? Jo. Weißt du, wenn die da am Eingang stehen? Die stehen alle am Eingang. Ja. Hab ich heute schon mal gemacht, soweit. Ja, voll, ey. Ja! Ich hab noch Revanche, hab ich ganz vergessen, ey. 14 mit einem Schlag getötet, jawohl. Oh, ich hab jetzt alles gegrillt hier. Jawohl. Puh. Gut, ich weggesprungen bin, Revanche. Seismisches Dingen. Was? Was? Oh, ich hab neue Schultern. Kann ich aber nicht wirklich gebrauchen. Ich hab irgendwie meine ganze Ausrüstung und überall Vitalität drauf, komischerweise. Und trotzdem, wir haben verrecken wie ein Weltmeister. Hier, guck mal, ob du die brauchst. Oh, bald. Oh,
Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Caldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Dem Meister. Da, bestätigt der Dreckschild. Ne, Dreieckschild. Stirb. Ah, da haben wir was Tolles. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Oh. Jawohl. 37, 9 zu Stärke, 7 mehr Gold. Noch bleibt bei Vitalität. Oh, so eigentlich guten Schaden, finde ich. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Dann sterbt einen guten Tod. Lord Belial wird eure Opfer belohnen. Ja. Bumm. Kultisten-Hunde. Oh, Revanche ist mal so übelst geil. Ja. Ey, Revanche halt mich quasi voll, ne? Wenn die Gegner auf mich einprügeln. Das ist absolut Hammer. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Sie sind jetzt tot. Es muss jedoch noch ein anderer Gefangener da gewesen sein. Ein Mann in Lumpen. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Hey. Unter uns. Magda wird heute sterben. Klar, wird heute drauf gehen. Breakpoint. Kriegt Schläge, ihr Alte. Boah, guck mal da runter, ey. Ja, da siehst du hinten die Kapelle, die Kirche. Ja, oder? Wo der Krater ist. Sieht aus wie so ein festes Bild irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch. Ui. Ui, ui, ui. Halle der Agonie. Hall of Agony. Bam. Oh Gott, da haben wir ein Viech in China. Jao! Ich mache ja keinen Schaden gegen den, ey. Ich muss meine Fähigkeit auf Hieb wieder wechseln. Ich brauche mehr Zeit. Boah, schmiert der mir erstmal ein, ey. Nahkampf 5 Stärke, ne? Nix Jutes. Wow, was ist das denn für ein Gerät, ey? Leg die mal da rein. Alter, muss ja Spaß machen. Ja. Man wirst da gedreht? Nee, eine Folterkammer. Gar nicht gesehen. Zusätzlicher Schaden, okay. Mal, der prügelt aber auch auf mich ein, ne? Aus. Jo. Brumm. Bitte. Lol, die kommen hinter uns im Feuer. Inferno-Zombie.